Du hast dich in Rebecca verliebt? Soll das ein Witz sein? Nein. Ich weiß es nicht. Geht's vielleicht auch ein bisschen genauer? Wir haben in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht und da sind wir uns eben näher gekommen. Näher gekommen? Es gibt zwei verschiedene Arten von näher gekommen. Also, wovon reden wir eigentlich? Was läuft da zwischen euch? Da läuft nichts. Hast du dich in sie verliebt oder hast du es nicht? Das weiß ich nicht, okay? Ich weiß nur, dass sie mir was bedeutet. Mir ist nur als Freundin. Tristan, ich liebe dich. Das musst du mir glauben. Was auch immer, das Wie lange läuft das schon mit dich? Das hat an meinen Gefühlen für dich nichts verändert. Wie lange? Bitte, hör mir zu. Ich bin so ein Idiot. Ich hab die ganze Zeit gedacht, du wärst scharf auf Christian. Christian? Ich hab dich so oft gefragt und du hast immer wieder gesagt, nein, Christian, du bist der Einzige. Wie kannst du nur sowas von mir denken? Bitte, dabei habe ich mich nur der Zielperson geirrt. Bitte, jetzt lass mich doch mal erklären. Weiß Rebecca, dass du auf sie stehst? Ich hab die ganze Zeit gewusst, dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Und du hast es immer wieder abgestellt. Weil es keine Bedeutung hatte. Ich liebe dich. Warum führen wir dann dieses Gespräch? Weil ich ehrlich zu dir sein will. Ach, jetzt auf einmal. Ich war verwirrt. Ich wusste doch selbst nicht, was dazwischen zwischen Rebecca und mir war. Ich meine, was hätte ich denn sagen sollen? Vielleicht genau das. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, und glaubst du ernsthaft, dass es dir danach besser gegangen wäre? Was weiß ich, aber ich hätte zumindest schon mal Bescheid gewusst. Meine Gefühle für dich haben sich niemals geändert und deshalb dachte ich, dass es keine Rolle spielt. Natürlich, es spielt überhaupt keine Rolle, dass meine Verlobte lesbische Fantasien mit meiner kleinen Schwester hat. Ich bin nicht lesbisch. Was ist das mit euch? Was willst du von mir? Nichts. Ich habe mich von ganzem Herzen für dich entschieden. Und das war nie gelogen. Was ist los? Schlechte Laune? Mir geht's hervorragend. Wieso? Ist immer wieder skurril, was Menschen alles so passiert. Aha. Mein Fechtlehrer hat sich irgendwie mit dem Smartphone seinen Kiefer ausgerenkt und deswegen jetzt die Fechtstunde abgesagt. Ich würde gerne mal wissen, wie der das geschafft hat, ey. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind einfach unglaublich. Wir könnten noch eine Runde fechten, wenn du nichts Besseres vorhast. Das ist keine gute Idee heute. Komm schon, hast du Angst, dass ich dich fertig mache, hm? Komm, zeig's mir, D'Artagnan. Dies ist die Mailbox von Tristan von Landstein. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Tristan, bitte melde dich. Lass uns reden. Hier bist du. Olli hat mir gesagt, dass du schon seit Ewigkeiten verschwunden bist. Ich habe Tristan von Rebecca und mir erzählt. Ich brauche wohl nicht fragen, wie er reagiert hat. Sag mal, bleib doch mal locker. Drehst du jetzt völlig durch? Ich hab doch gesagt, das ist heute keine gute Idee. Was ist, wenn das das Ende ist? Marlene, es gibt da so eine Frage, die du dir erstmal selber beantworten solltest. Ob ich mir einen Strick nehme? Nein. Ob du ihn noch wirklich liebst. Glaubst du nicht, ich hätte mir diese Frage schon tausendmal gestellt? Ich kann mir ein Leben ohne ihn einfach nicht mehr vorstellen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Hey. Es ist doch klar, dass
dass er jetzt erstmal abhaut. Du hast ihm gerade gesagt, dass du mit seiner kleinen Schwester in der Kiste warst. Das habe ich ihm noch gar nicht erzählt. Und was hast du ihm erzählt? Fast alles. Also doch nur die halbe Wahrheit. Es ist so wahnsinnig schwer. Ich kann es einfach nicht ertragen, ihn so wahnsinnig zu verletzen. Du hast ihm gerade gesagt, dass du in eine Frau verliebt bist. Natürlich ist er verletzt. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass sich an meinen Gefühlen zu ihm nichts verändert hat. Und was ist mit Rebecca? Das ist vorbei. Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin der Idiot, der was verpasst hat. Marlene steht auf Rebecca. Das ist passiert. Was? Marlene und Frauen? Seit wann das denn? Okay, egal. Dann weiß Rebecca davon? Egal. Genau das hat Marlene auch gesagt. Sie hat sich ja für mich entschieden. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Wahrscheinlich hat Marlene nichts gesagt, weil sie ja mit diesen diffusen Gefühlen selber nicht klargekommen ist. Ich dachte, das wäre uns etwas ganz Besonderes. Tristan, ich verstehe wie kein anderer, dass du gekränkt bist. Aber gib euch noch eine Chance. Ist doch völlig normal, dass man sich in seinen Gefühlen mal verwirrt. Mein Gott, wichtig ist, dass man sich immer wieder füreinander entscheidet. Sag mal, hattest du bei Daniel auch so viel Verständnis? Nein. Für irgendwas wird diese Krise gut sein. Ich nachts also in fremden Betten rum. Wir sind nur eingeschlafen. Das klingt ja dazu, als hätten wir was zu verbergen. Es ist nichts passiert. Küssen, 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 küssen. Ich... Sag nichts. Du bist überwältigt. Um ehrlich zu sein, überrumpelt. Das kann ich gut verstehen. Ich meine, mir ging das ganz genauso. Ich war auch völlig überrascht von mir. Das kommt jetzt wirklich sehr plötzlich, weißt du. Sicher, dass du alleine hier bleiben willst? Du kannst auch mit zu uns kommen. Danke, das ist lieb, aber ich muss jetzt ein bisschen allein sein. Na dann, bis später. Versuch mal ein bisschen zu schlafen. Ja, mach ich. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe mir das selbst viel zu lange nicht eingestanden, aber ich liebe dich. Bist du sicher? Ja, absolut. Ich habe viel zu lange damit gewartet. Wenn du mich jetzt noch mal fragen würdest, ob ich dich heiraten will. Du meinst, du willst meine Frau werden? Ja, ja, das will ich. Thank you.
geworden? Tristan, was ist los mit dir? Ich bin ein Morgenmuffel. Vor dem ersten Kaffee bin ich ein Freak. Derselbe Freak, der gestern beim Fechten so ausgeflippt ist? Ich hatte einen schlechten Tag und du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Tut mir leid. Ja, das sollte es dir auch. Ich hatte nämlich Angst, und zwar richtig. Okay, entschuldige. Marlene und ich hatten einen Streit. Ich war ein wenig wütend. Kommt vor. Warum hast du denn nichts gesagt? Wir hätten auch drüber reden können. Über Marlene? Nein, über dich. Danke, kein Bedarf. Marlene und ich, wir haben unsere Krisen, aber das ist vollkommen normal. Wir kommen damit klar. Weil wir zusammengehören und weil wir uns lieben. Kannst du das begreifen? Ja, natürlich. Ich habe nachgedacht. Über uns? Über alles. Einfach über alles und vor allem, wie es so weit kommen konnte. Ich habe auch nachgedacht und es tut mir leid. Was tut dir denn leid? Dass ich so durchgedreht bin, anstatt dir einfach zuzuhören. Vielleicht ist es einfach ein Zeichen der Reife einer Beziehung, dass man auch über solche Wahrheiten reden kann. Tristan, ich... Marlene, ich liebe dich auch und ich will, dass du das weißt. Was? Ich muss dir noch was sagen. Bitte mit mir. Egal was es ist, wir kriegen das hin, okay? Ich will mit dir zusammen sein. Ich will nicht, dass alles, was zwischen uns ist, zerbricht. Aber? Ich hatte Sex mit Rebecca. Es ist nur einmal passiert. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Ich weiß, es war ein riesengroßer Fehler. Warum sagst du mir das erst jetzt? Weil ich die Wahrheit selbst nicht ertragen habe. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es nie passiert wird. Dass es einfach einfach wieder vorbeigegangen wäre. Dass es wieder so wird wie früher. Gestern erzählst du mir, dass Rebecca nichts von sogenannten Gefühlen für sie weiß. Und jetzt sagst du mir, dass ihr zusammen in der Kiste wart? Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Tristan, ich liebe dich. Ich will eine gemeinsame Zukunft mit dir.